Guten Morgen und herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz Schiene statt Straße. Ich darf auf dem Podium begrüßen Katharina Schulze, Fraktionsvorsitzende der Landtagsgrünen, Dr. Markus Büchler, Sprecher für Mobilität der Landtagsgrünen und unser Gast heute Leon Eckert von den Grünen im Bundestag, Mitglied im Verkehrsausschuss und stellvertretender Vorsitzender vom Rechnungsprüfungsausschuss mit Schwerpunkt Prüfung des Verkehrsministeriums. In unserer Pressemappe finden Sie unser Pressepapier und unser Maßnahmenpapier. Online finden Sie es unter dem Reiter Unterlagen und natürlich auch auf unserer Homepage. Den Link habe ich Ihnen bereits in den Chat gepostet. Fragen beantworten wir gerne im Anschluss. Es beginnt Katharina Schulze. Auch von meiner Seite schönen guten Tag. Schön, dass Sie digital und hier vor Ort bei unserer Pressekonferenz sind. Ich möchte beginnen mit einer ganz klaren Ansage. 2023 muss das Jahr des Klimaschutzes werden. Warum? Die Bundesrepublik Deutschland hat das Pariser Klimaabkommen unterzeichnet. Wir haben gemeinsam festgehalten, dass wir uns auf den 1,5-Grad-Pfad bewegen wollen. Und es ist unsere Verantwortung als Politikerinnen und Politiker dafür zu sorgen, dass auch die nachfolgenden Generationen noch gut auf dieser Erde leben können. Und deswegen müssen wir CO2 einsparen. Und wenn wir CO2 einsparen müssen, dann bedeutet das, dass wir das in allen Sektoren machen müssen. Von der Energiewende über die Wärmewende zur Landwirtschaft und natürlich auch im Verkehrsbereich müssen die CO2-Emissionen runter. Bisher hinkt es gerade im Verkehrsbereich noch absolut hinterher. Da steigen sogar noch die CO2-Emissionen. Und wir Grüne sagen da ganz klar, so bitte nicht weiter. Gucken wir uns doch mal die Lage zum Beispiel in Bayern an, mit einer ganz einfachen Zahl. Bayern hat ein sehr gut ausgebautes Straßennetz. Über 23.000 Kilometer Straße laufen durch unser schönes Bayern. Und wenn wir jetzt die Schiene dagegen anschauen, dann halten wir fest, in Bayern gibt es ein Stückwerk an Schienennetz mit 6.500 Kilometer. Was hat das für eine Folge? Das hat natürlich die Folge, dass überall in Bayern die Menschen aufs Auto setzen müssen, weil sie beim öffentlichen Nahverkehr recht schnell an ihre Grenzen stoßen. Das liegt natürlich auch an der fehlgeleiteten Mobilitätspolitik der letzten Jahrzehnte. Wir alle wissen, dass gerade im Bund immer die CSU-Minister die Verantwortung in dem Bereich hatten. Und die hatten ein einfaches Mantra, Auto first und Schiene second. Und aus grüner Sicht brauchen wir eine nachhaltige, eine neue Mobilitätspolitik, die Bedürfnisse aller Menschen in Blick nimmt und die vor allem auch den Klimaschutz klar im Fokus hat. Deswegen, was möchten wir Bayerische Grüne? Erster Punkt, wir wollen keinen Straßenneubau mehr in Bayern. Was wir aber schon wollen, ist Geld für den Erhalt von unseren Straßen. Den Erhalt zum Beispiel von den vielen maroden Brücken, die müssen wir sanieren und in den Griff bekommen. Da wollen wir natürlich Geld, aber wir wollen kein Geld mehr für den Straßenneubau. Vielmehr möchten wir dieses Geld, was dafür noch veranschlagt ist, in den Ausbau für den ÖPNV umschichten, also in Bus und Bahn und Schiene investieren, weil das die nachhaltige Mobilität der Zukunft ist. Dafür stehen wir Grüne und dafür werden wir uns im Land und im Bund mit vollen Kräften und Leidenschaft weiter dafür einsetzen. Vielen Dank, Katharina Schulze, Leon Eckert. Ja, vielen Dank auch von mir. Hallo und danke, dass ich heute bei euch zu Gast sein darf im Bayerischen Landtag und das zu so einem wichtigen Thema. Und es zeigt, dass wir über die Ebene hinweg als Grüne für die bayerischen Bürgerinnen und Bürger an den wichtigen Themen arbeiten. Wir haben in der Mobilitätspolitik uns zusammengeschlossen, weil wir mehr wollen. Wir wollen mehr Klimaschutz, wir wollen mehr Wirtschaftlichkeit und wir wollen mehr Bürgerbeteiligung. Und du hast es angesagt, der Verkehrssektor muss unglaublich viel leisten im Klimaschutz, um uns auf den 1,5-Grad-Pfad zu bringen. Und es zeigt sich auch ganz konkret in den über 300 Bundesverkehrswegeplanprojekten, die in Bayern anstehen. Wir haben zum Beispiel die B12, die verbreitert werden soll und nicht unerheblich durch Moorflächen geht. Wir haben die B16, die in ihren Planungen ganze Überschwemmungsgebiete zubetonieren würde und dann auch Folgen hat beim Starkregen, bei Hochwasserereignissen.
Aber wir haben eben auch in der Wirtschaftlichkeit einige, ich sag mal, offene Fragen, denen wir nachgehen müssen, weil wir wollen, glaube ich, alle, dass die Mittel, die wir für die Mobilität einsetzen, bestmöglich verwendet wird. Wir haben starke Hinweise darauf, dass in dem Bundesverkehrswegeplan und in der Umsetzung der Projekte doch immer wieder es auch zur Fehlallokation kommt. Zum Beispiel fehlt immer noch eine Definition von Fernverkehrsrelevanz im Bundesverkehrsministerium. Das führt dazu, dass man nicht immer 100% bestimmen kann, an welcher Stelle soll eigentlich eine Ausfahrt, ein Bauwerk finanziert werden vom Bund und wo ist es einfach nur gute Lobbyarbeit von örtlichen Landtags- oder Bürgermeistern. Wir haben die Hinweise, dass die bayerischen Straßenbaubehörden doch auch in der Abweichung von der Bundeshaushaltsordnung immer wieder teurere Bauwerke in ihre Projekte reingeschummelt haben, also dass häufiger Tunnel rauskommen bei Bauwerken, um auch mehr Geld vom Bundeshaushaltsgeber zu bekommen. Und wir haben natürlich die Globalkritik vom Rechnungshof, die wir auch ernst nehmen, dass der ganze Bundesverkehrswegeplan in der Wirtschaftlichkeit und auch in der Klimaschutzabwägung nicht ordentlich überprüft worden ist, und dem wollen wir eben nachgehen. Was bedeutet das, wenn Mittel falsch verwendet werden? Es bindet Personal, es bindet Haushaltsmittel, die an anderer Stelle, glaube ich, besser aufgehoben werden. Und das ist, glaube ich, unser Anliegen. Wir wollen keine Mittel streichen, sondern wir wollen die Mittel bestmöglichst verwenden in die Sanierung von Bauwerken. Teile des Autobahnnetzes werden ja jetzt auch 100 Jahre alt und damit auch die Bauwerke. Und wir wollen eben in den Neubau oder in die Verbesserung des ÖPNVs investieren, Bus, Bahn, und deswegen auch unser Titel Schiene statt Straße. Und solange das noch nicht passiert ist, wollen wir ein Moratorium, ein Straßenbaumoratorium, damit erstmal überprüft werden kann, bevor man schon, ich sag mal, die Pflöcke einschlägt bei bestimmten Projekten. Wir haben auf Seite 49 unseres Koalitionsvertrages eben vereinbart, dass wir den Bundesverkehrswegeplan überprüfen, und zwar im Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern. Und das ist leider in der Art und Weise noch nicht passiert. Und weil Stillstand herrscht im Dialog und auch bei der Überprüfung, handeln wir jetzt. Wir haben ein Formular entworfen, in dem wir auf die Bürgerinnen und Bürger zugehen, in dem wir abfragen, was spricht gegen bestimmte Projekte, aber auch fragen, was sind denn Alternativen? Was sind eure Ideen für nachhaltige Mobilität für Bayern? Und mit diesen Informationen, die man auf leon-eckert.de hochladen kann, wollen wir dann eine gesammelte Argumentensammlung mitbringen, um den Verkehrsminister zu überzeugen, doch das ein oder andere Projekt zu streichen und neue Projekte aufzunehmen. Vielen Dank. Markus Büchler. Ja, in Bayern sind wir momentan, im Bayerischen Landtag sind wir momentan aktuell an den Haushaltsberatungen, und wir stellen fest, dass der bayerische Verkehrsminister Christian Bernreiter tatsächlich 100 Millionen Euro mehr für den Staatsstraßenbau in den Haushalt eingestellt hat oder einstellen möchte. Statt 350 Millionen sind es jetzt 450 Millionen Euro für den Staatsstraßenbau in Bayern. Darin sind Gelder enthalten, sowohl für die Staatsstraßensanierung, die absolut richtig und wichtig ist. Da würden wir sogar tendenziell noch ein bisschen mehr investieren, weil wir einen riesigen Sanierungsstau haben. Viele Schlaglöcher, viele marode Pisten, viele marode Strecken. Aber es sind auch erhebliche Mittel drin, im dreistelligen Millionenbereich in der Regel Jahr für Jahr, für den Aus- und für den Neubau von Staatsstraßen. Das bedeutet Verbreiterungen von 2 auf 3 Spuren oder von 3 auf 4 Spuren. Das bedeutet völlig neue Trassen. Das bedeutet Ortsumgehungsstraßen und Ähnliches. Und wir sind Grüne sind der Auffassung, dass das Staatsstraßennetz und überhaupt das Straßennetz in Bayern abschließend fertig ausgebaut ist. Wir brauchen keine neuen Straßen. Der Handlungsbedarf für den Staat liegt in einem völlig anderen Sektor, nämlich im ÖPNV, im öffentlichen Personennahverkehr und im Schienennetz, wo wir dringend Sanierungs- und Ausbaubedarf in sehr, sehr großer Höhe haben. Deswegen ist unser Ansinnen, auch auf der Ebene des Freistaats, genauso wie auf Bundesebene, Mittel umzuschichten, raus aus dem Staatsstraßen-Aus- und Neubau hin zum Aus- und Neubau von ÖPNV und Schieneninfrastruktur und Angebot. Das bedeutet ganz konkret, wir wollen für Bayern ein Moratorium. Wir wollen alle Projekte des Straßen-Aus- und Neubaus stoppen und auf den Prüfstand stellen, inwieweit sie mit den Klimazielen noch vereinbar sind, inwieweit sie mit den Mobilitätsbedürfnissen der Bevölkerung noch vereinbar sind und auf dieser Grundlage neu planen.
Wir haben in dem momentan als Planungsgrundlage im Freistaat Bayern für die Staatsstraßen, für die der Freistaat selber zuständig ist, den Staatsstraßenausbauplan, so heißt dieses Werk. Der liegt seit 12 Jahren unverändert vor. Seit 12 Jahren gilt der 7. Staatsstraßenausbauplan. Und die Staatsregierung hat angekündigt, den zu überarbeiten, zu reformieren. Allerdings ist völlig unklar, also wir wissen, dass das in Arbeit ist. Es ist aber völlig unklar, nach welchen Kriterien sollen die Projekte ausgewählt werden. Es ist völlig unklar, ob und wie Verbände, Behörden, Bevölkerung oder auch der Bayerische Landtag eingebunden werden. Das hat auf unsere Nachfrage hin die Staatsregierung zwar so vage angedeutet, dass das schon passieren können wird und man sich das noch überlegen wird, aber wir wissen immer noch nicht, ob und wie das passieren wird. Wir haben aktuell große Planungen, die der Freistaat Bayern beim Staatsstraßenbereich vorantreibt, die überhaupt auch gar nicht enthalten sind im Staatsstraßenausbauplan. Beispielsweise die Westumfahrung von Neuburg an der Donau, das ist die SD 2035, ein Bereich, das weit im dreistelligen Millionenbereich liegt, mit einer Brücke über die Donau, quer durchs FFH-Gebiet, parallel zu einer bereits bestehenden Brücke, ein paar Kilometer weiter, oder auch den Ausbau in derselben Region der Staatsstraße 2214 von Ingolstadt nach Neuburg an der Donau, nur mal aus dieser Region zwei Beispiele zu wählen. Beide Projekte sind nicht im Staatsstraßenausbauplan drin, werden aber trotzdem vorangetrieben. Das heißt, wir haben ein völlig undurchsichtiges, völlig intransparentes Vorgehen der Staatsregierung, welche Straße geplant und gebaut wird. Es ist nicht erkennbar, ob da Wirtschaftlichkeitskriterien berücksichtigt werden, welche Umweltkriterien berücksichtigt werden. Es sieht eher so danach aus, dass es Lobbyarbeit erfolgreicher, in Anführungsstrichen, erfolgreicher BürgermeisterInnen oder LandrätInnen ist, wer wo welche Straße bekommt. Und das kann es nicht sein. Wir verlangen deswegen einen transparenten Prozess für den Umgang mit dem Staatsstraßennetz, das in unseren Augen fertig ausgebaut ist. Deswegen brauchen wir auch keinen Staatsstraßenausbauplan. Es reicht völlig ein Staatsstraßensanierungsplan. Und für die Maßnahmen im Staatsstraßensanierungsplan erwarten wir ein transparentes Vorgehen nach wirtschaftlichen und objektiven Kriterien. Und wenn die Staatsregierung jetzt schon dabei ist und es durchziehen möchte, ihren Staatsstraßenausbauplan neu aufzulegen, dann ist das Mindeste, was wir erwarten, dass ein Dialogverfahren erfolgt, genauso wie es beim Bundesverkehrswegeplan und hoffentlich beim künftigen Bundesmobilitätsplan der Fall sein wird, unter Einbeziehung aller Behörden, der Öffentlichkeit, der Parlamente und so weiter, wie es eigentlich das EU-Recht mit der strategischen Umweltprüfung auch vorschreibt. Summa summarum ist uns die Einbindung der Bevölkerung sehr wichtig, die Einbindung der Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen, aber auch natürlich übergeordnet das Erreichen der Klimaziele, wie eingangs schon gesagt worden ist. Der Klimaschutz ist die zentrale große Herausforderung, der wir uns in allen Sektoren, in allen Bereichen stellen müssen, eben auch im Verkehrsbereich. Und da stehen wir Grüne auf Bundesebene, wie auf Landesebene und auf kommunaler Ebene an einer Seite, ziehen am selben Strang und verlangen einen Stopp des Straßenaus- und Neubaus und die Umschichtung der Mittel zum öffentlichen Verkehr. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir beantworten jetzt gerne Ihre Fragen. Hier im Raum bitte mit Handzeichen und Benutzung des Mikrofons. Ansonsten im Online können Sie auch entweder die Hand heben und ich schalte Ihr Mikro dann frei oder Sie schreiben mir die Frage in den Chat und ich lese sie dann vor. Bisher habe ich noch keine Meldung. Ich sage nochmal was zu unserem Pressepapier. Das finden Sie sowohl unter dem Reiter Unterlagen als auch auf unserer Homepage zum Abruf oder auf leo-eckert.de, wo dann auch das Formular freigeschaltet ist. Ja, Herr Auerbacher, bitte. Ich weiß nicht, wenn man die Frage beantworten kann, aber hat man eigentlich mit der Deutschen Bundesbahn schon mal geredet, beziehungsweise sind die überhaupt in der Lage, das, was sie fordern, durchzuführen? Oder wie sieht es da aus? Danke. Also wir sind natürlich mit der Deutschen Bahn immer im Kontakt, allein schon, weil wir ja auch ganz viele Projekte bei uns im Wahlkreis haben, wie der barrierefreie Ausbau von Bahnhöfen. Es ist so, dass im Bundesverkehrswegeplan ja schon Schienenprojekte auch drin sind. Der geht ja über alle Verkehrsträger. Was wir wollen, ist, dass Alternativen zu Straßenprojekten ernsthaft geprüft werden, wie zum Beispiel an der B16, wo ja parallel auch eine Schienenverbindung existiert
Und die könnte man stattdessen ausbauen. Und ich glaube, das Wichtigste wäre, jetzt einmal ernsthaft über Alternativen zu diskutieren, weil das im Vorfeld vom Bundesverkehrswegeplan eben gar nicht erst passiert ist. Gibt es weitere Fragen? Ja, bitteschön. Ja, Martin Armbrüster von der IHK. Ich habe zwei Fragen. Der Bundesverkehrsminister Wissing hat eine große Digitalisierungsstrategie angekündigt, die auch den Verkehr umfassen soll. Versprechen Sie sich da, also soll dann alles schneller gehen, Bürgerbeteiligung soll schneller gehen, die Planungsverfahren sollen schneller gehen. Man will eruieren, wo der Handlungsbedarf ist. Versprechen Sie sich da irgendwie was davon? Und die zweite Frage generell, Ausbau ÖPNV, Bahn, ist ja immer Thema ewig lange Planungszeiten. Ja, also das, was ist aus diesem Maßnahmenvorbereitungsgesetz oder so ähnlich, wie das heißt, ich weiß nicht den Begriff, was ist aus dem geworden? Ist das noch ein Thema in Berlin oder hat man das mittlerweile beerdigt? Ja. Vielen Dank. Also ich glaube schon, dass man bei der Digitalisierung auf einige Erfolge hoffen kann. Also allein schon die Digitalisierung des Schienennetzes, wo ja dann die Kapazitätsausweitung auch passieren kann. Und wir diskutieren ja auch viel über Beteiligungsverfahren. Und auch da kann man, glaube ich, viele digitale Möglichkeiten nutzen, auch sowas zu beschleunigen. Also insofern, da teilen wir, glaube ich, die gleichen Ziele. Das Maßnahmenbeschleunigungsgesetz. Also ich glaube, im Kern sind sich alle einig, dass man in Projekten schneller werden kann. Aber der feine Unterschied ist, wir wollen halt klimafreundliche oder Infrastruktur, die dem Klimaschutz dienen, beschleunigen und nicht alles. Weil wenn man alles beschleunigt, beschleunigt man am Ende nichts. Und das ist, glaube ich, der Unterschied. Und da wird auch noch drüber gestritten, wie wir das machen. Also Digitalisierung sehe ich auch vor allem bei der Digitalisierung der Schiene, auch im Güterverkehr, für den jetzt zwar der Freistaat Bayern nicht zuständig ist, aber auch das ist ein großes Thema, sehr viel Potenzial, um den Anteil der Schiene als Verkehrsträger zu steigern. Sehe ich großes Potenzial auch im Planungs- und Genehmigungsbereich, den Sie angesprochen haben, mit digitalen Verfahren, dass die einzelnen Planunterlagen digitaler erstellt werden und ausgetauscht werden, ausgelegt werden und so weiter, gibt es sicherlich enormes Beschleunigungspotenzial, sehe ich auch so. Also da bin ich ganz aufgeschlossen, was das anbetrifft. Und der zweite Punkt, den Sie angesprochen haben, war das MGVG, das Maßnahmengesetz, Beschleunigungsgesetz. Also das hat der vorherige Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer auf den Weg gebracht und das war ein ziemlicher Schuss in den Ofen eigentlich. Also wir sehen das in Bayern ganz konkret bei der Ausbaustrecke 38, München-Mühldorf-Freilassing, wo uns das mindestens 2 Jahre Verzögerung kostet, laut Bahn. Ich habe jetzt mal abgefragt gehabt, wann wir denn rechnen können mit einer Fertigstellung. Das war ja bisher schon verschoben auf 2030 und die jüngste Auskunft, die ich bekommen habe, war 2035, also Mitte der 30er, dass ich es nicht falsch sage, Mitte der 30er. Also wenn ich als Mitte jetzt mal 35 nehme, dann sind es sogar 5 Jahre Verzögerung. Das mag sein, dass es nicht nur am Maßnahmengesetz, Beschleunigungsgesetz liegt, aber insbesondere daran. Das allein hat also mindestens 2 Jahre verursacht. Allerdings ist da noch eine Resthoffnung, was die ABS 38 anbetrifft. Sie haben gerade heftig genickt, insofern interessiert Sie die offensichtlich und kennen Sie die. Gibt es noch eine Resthoffnung? Es könnte gelingen, dass der Bund da noch einen Notausgang findet und wieder zurückkehren kann zum alten Planfeststellungsverfahren. Dann hat man zwar Zeit verloren, aber vielleicht weniger. Das ist allerdings juristisch noch unklar, ob das möglich ist. Daran wird aber gearbeitet, aber zwischen Bund und Bahn und allen beteiligten Institutionen. Ansonsten halte ich von dem Maßnahmengesetz, Beschleunigungsgesetz aus der letzten Wahlperiode des Bundes herzlich wenig. Ich glaube nicht, dass das zu auch bei den anderen Projekten zu einer Beschleunigung führt. Wir haben die langen Planungszeiträume aufgrund der viel zu kleinen Kapazitäten beim Planungsbereich und im Genehmigungsbereich. Da sind viel zu wenig Leute damit beschäftigt, weil man das auch verschlankt und abgebaut hat. Und deswegen ist da so ein ewig langer Rückstau und Überhang, um die Projekte vorwärts zu bringen. Das heißt, wir brauchen da mehr Personal und mehr Mittel bei den staatlichen Stellen, aber auch die klare Ansage, ja, es wird jetzt eine lange Zeit des Schienenausbaus geben, sodass sich auch die Industrie und auch die Planungsbüros, die Wirtschaft darauf einstellen kann und entsprechende Kapazitäten wieder hochfährt. Da kann ich gut anschließen. Ich wollte den letzten Punkt, den du gerade gemacht hast, nochmal verstärken, weil genau diese ganzen Infrastrukturprojekte Zeit kosten und Zeit dauern und auch nicht billig sind,
ist es essentiell, dass jetzt buchstäblich die Weichen richtig gelegt werden. Wenn wir jetzt noch wieder 2, 3, 4, 5 Jahre verlieren und dann gehen gewisse Projekte voran beim Straßenneubau oder beim Straßenausbau, dann das wieder zurückzuholen, kostet Zeit, Geld und in der Zeit ist nicht das passiert, was wir machen müssen, nämlich den Ausbau des ÖPNV, den Ausbau der Schiene voranzutreiben und die maroden Straßen und Brücken zu sanieren. Diese beiden großen Pfeiler sehen wir als Hauptaufgabe eines Verkehrsministeriums in Berlin und eines Verkehrsministeriums in Bayern. Und dieser mentale Shift, der muss jetzt endlich kommen, weil wir einfach den Druck haben zum Erreichen der Klimaziele, wo sich der Mobilitätssektor einfach nicht aus der Verantwortung stehlen darf. 2023 muss das Jahr zum Klimaschutz werden und wenn es das Jahr des Klimaschutzes werden soll, dann müssen in allen Sektoren die Weichen anders gelegt werden und das bedeutet für den Verkehrssektor kein Geld mehr für Straßenaus- und Neubau, Umschichten der Mittel in den ÖPNV und Sanierung der bestehenden Infrastruktur. Und wir freuen uns sehr, dass Leon Eckert hier ist. Also Sie sehen sozusagen der enge Schulterschluss zwischen Bund und Land. Da passt zwischen uns Grüne kein Blatt Papier. Da arbeiten wir gemeinsam an den gleichen Zielen, weil wir der Dringlichkeit uns bewusst sind mit den Folgesachen, die du formuliert hast. Wer plant die ganzen Sachen? Haben wir die Handwerker, die das dann umsetzen und bauen? Die Industrie muss sich darauf einstellen. Die Umstellung muss jetzt erfolgen. Vielen Dank. Jetzt habe ich noch eine Frage online von Ralf Müller. In einer Reihe von Orten fordern Anlieger dringend Umgehungen. Würden die auch dem Moratorium unterliegen? Also ich sehe vor allem auch eine Reihe von Orten, in denen die Anlieger oder die Bewohnerinnen und Bewohner anders entschieden haben. Das jüngste Beispiel ist der Bürgerentscheid in Holzkirchen, wo 2 Bundesstraßenumgehungsprojekte klar abgelehnt worden sind in einem Bürgerentscheid vor Ort, nach intensiver, langer Debatte, bei hoher Wahlbeteiligung klar abgelehnt. Und ich denke, dass das in sehr, sehr vielen Orten so ist. Und wir haben momentan immer die Situation, dass der Bevölkerung sozusagen die Pistole auf die Brust gesetzt wird und gesagt, schluckt die Ortsumgehungsstraße, dann wird es bei euch ruhiger. Das ist erstens empirisch messbar nicht der Fall, weil die Ortsdurchfahrt in der Regel weiterhin die kürzeste Strecke bleibt und dort weiterhin sehr hohes Verkehrsaufkommen bleibt, sodass in der Regel 20-30% Reduktion des Verkehrsaufkommens zu messen ist, was aber gefühlt kaum einen Unterschied darstellt. Also dass die Ortsumgehungen meistens wenig Effekt haben, außer dass sie neue Belastungsquellen und neue Betroffene an den jeweils angrenzenden Ortsseite schafft. Darüber hinaus haben wir die Situation, dass es einfach eine riesige Ressourcenaufwand ist, weitere Straßen zu bauen und Mittel zu verwenden, die uns an anderer Stelle fehlen. Wo man auch mit Verkehrsberuhigung innerorts erheblich bessere Effekte erzielen könnte. Beispielsweise Geschwindigkeitsreduktion bei der Ortsdurchfahrt, Tempo 30. Wir haben im Verkehrsausschuss im Bayerischen Landtag hier fast bei jeder Sitzung mindestens eine Petition, die um Tempo 30, nach Tempo 30 fleht sozusagen, um eine Lärmreduktion und auch mehr Sicherheit und mehr Lebensqualität in den Orten zu schaffen. Leider steht ihm immer noch die Straßenverkehrsordnung und damit auch der Bundesverkehrsminister im Weg, der auch durch Koalitionsvertrag aufgefordert ist, auch dies zu ändern. Das heißt, zusammengefasst, wir sehen viele Bürgerentscheide, wo die Bürgerinnen und Bürger sich gegen Ortsumgehungen aussprechen und wir sehen viele Möglichkeiten, wie man innerorts viel effektiver und ressourcenschonender für die dringlich ersehnte und völlig verständliche Verkehrsberuhigung sorgen könnte. Dann habe ich noch eine Frage von Jürgen Umlauft. Könnte bei einer Überprüfung des Staatsstraßenausbauplans auch herauskommen, dass doch einzelne Ausbauprojekte erforderlich sind oder lehnen Sie das bedarfsunabhängig kategorisch ab? Nein, kategorisch lehnen wir das nicht ab. Wir sind gespannt zunächst einmal, mit welchen Kriterien die noch amtierende Staatsregierung beabsichtigt, den Staatsstraßenausbauplan zu überarbeiten. Es mag einzelne
Engpässe geben und einzelne Nadelöhre geben, wo es die eine oder andere kleine Verbesserung Sinn macht. Aber im Großen und Ganzen ist die Weichenstellung klar für uns aus Klimagründen und aus Gründen der Ressourceneffizienz Nein zum Aus- und Neubau und Ja zum Ausbau der Schiene und ÖPNV. Ausnahmen bestätigen die Regel. Gibt es weitere Fragen, Herr Auerbacher? Nur noch mal zum Verständnis zur letzten Frage. Es gibt ja einige Projekte, wo die Schiene nicht ausbauen kann, weil einfach der Platz nicht da ist. Nehmen wir Richtung Basistunnel Rosenheim, da die Gegend, da passt es ja irgendwie nicht, weil einfach die Baumaßnahmen so ist. Sollen dann muss das dann bleiben oder so wie es im Wegeplan dann auch vorgesehen ist, würden Sie das dann auch unterstützen? Also ich sehe jetzt nicht so viele Fälle, wo der Platz dem Schienenausbau im Wege steht. Also in der Regel gibt es ingenieurtechnische Lösungen, um die Kapazitäten zu schaffen, die man braucht. Das ist ja sehr lokal unterschiedlich, um welches Projekt es jetzt genau geht. Hier ist es ein zusätzliches Gleis. Dort ist es jetzt, was Sie angesprochen haben, eine Neubaustrecke, die dort im Übrigen ja unterirdisch weitgehend geführt werden soll. Dort sind es vielleicht nur Weichen oder Kreuzungsbahnhöfe oder Ähnliches. Das sind ja sehr unterschiedliche Dinge. Natürlich eng geht es meistens auf im Land. Das ist aber beim Straßenbau ganz genau dasselbe. Und in der Regel lassen sich Lösungen finden. Ja, und ich glaube, wenn man unsere Ziele sich anguckt, dass wir wollen ja schnell Verbesserungen haben. Wir wollen nicht bis 2070 warten, bis die Schiene rollt, sondern wir wollen schon früher was haben. Und das heißt, man braucht eine Fokussierung auf den Bestand. Also man muss das, was wir schon haben, besser machen, elektrifizieren, noch ein zweites Gleis, digitalisieren. Also überall, wo wir schon etwas haben, das optimieren. Und der Bau von neuen Trassen, der ist sicher auch eine Möglichkeit, aber das wird nicht der Hauptaugenmerk sein, wenn wir jetzt schnell was verändern wollen, sondern das ist dann schon weiter in die Zukunft gedacht. Vielen Dank, Herr Amruster. Ja, ich habe noch eine Frage zur Streckenelektrifizierung. Ja, wir fahren ja immer noch mit alten Dieselloks, das kann ja wohl nicht sein. Ich habe die Aussage von einem Bahnspezialisten gehört, vor 2040 ist nicht damit zu rechnen, dass man bundesweit flächendeckend elektrifiziert. Gibt es da irgendwie neue Daten oder neue Zahlen, dass das vielleicht doch noch schneller geht? Also das ist mir nicht bekannt, dass es die gibt. Allerdings, wenn man sich einfach nur anguckt, wie viel Geld in unsere Schieneninfrastruktur gesteckt wird, dann ist da auf jeden Fall Potenzial nach oben. Also wir sind bei 2 Milliarden, glaube ich, jetzt so in den letzten Jahren gewesen. Wir hatten aber auch schon mal 4 Milliarden, die wir investiert haben in unser Schienennetz. Also man kann durchaus auch mehr Geld und damit eine Prioritätenverschiebung, und das ist ja genau unsere Forderung, vornehmen, um genau dann sowas anzugehen, damit es eben nicht 2040 erst wird, sondern dass man früher damit beginnen kann. Ich sehe da noch ein paar kleine Details sozusagen, wie man das beschleunigen könnte, wenn Sie das interessiert. Beispielsweise ist es momentan so, dass eine Elektrifizierung auch der Wirtschaftlichkeitsberechnung unterworfen wird, der sogenannten Nutzen-Kosten-Untersuchung NKU durch die standardisierte Bewertung. Das haben wir ja gerade in Nordbayern erlebt, dass die Elektrifizierung der Franken-Sachsen-Magistrale, die von allen Seiten dringend herbeigesehnt wird, sei es von der Industrie, von der Wirtschaft, von der Bevölkerung, aber auch von den Leuten, die im Nahverkehr unterwegs sind, momentan mit den schaukelnden Dieselzügen da oben, und die jetzt vom Bund verworfen wurde, weil sie angeblich nicht wirtschaftlich genug sei. Dabei will man sie aus unterschiedlichsten Gründen, die über die Wirtschaftlichkeit hinausreichen, unbedingt haben, auch aus standortpolitischen Gründen, Regionalförderungsgründen, der Vernetzung mit den neuen Bundesländern und so weiter. Das ist ja die Franken-Sachsen-Magistrale. Und das heißt, eine Möglichkeit wäre, Elektrifizierungsmaßnahmen aus Klimaschutzgründen zu befreien von der Notwendigkeit des Wirtschaftlichkeitsnachweises. Das hat es früher auch nicht gebraucht. Da muss man halt zu dem Verfahren wieder zurückkehren wie früher. Das ist eine einfache Baugenehmigung, und auch im Genehmigungsverfahren könnte man das befreien von Planfeststellungsverfahren, dass man also für das Verlegen von einer Oberleitung an einer bestehenden Straße kein langwieriges Planfeststellungsverfahren mehr braucht, sondern dass der Schieneninfrastrukturbetreiber das unter gewissen Vorgaben natürlich und unter gewissen Rahmenbedingungen machen kann.
einfacher zu einer Baugenehmigung kommt. Also das wären konkrete Vorschläge, wie man schneller bei der Elektrifizierung vorankommt. Man muss allerdings dazu sagen, wir müssen auch nicht zwingend wie die Schweiz 100% des Streckennetzes elektrifizieren. Das würden sich alle Eisenbahnfans wie ich persönlich auch freuen, wenn wir Schweizer Niveau hätten. Aber das ist jetzt nicht der zwingend notwendige Schritt, denn wir aufgrund des technischen Fortschritts haben wir jetzt auch Akkutriebwagen. Wir haben Hybridzüge, die sowohl auf der Oberleitung als auch auf oberleitungsfreien Strecken fahren können und mit der Oberleitungsstrecke nachladen können. Es gibt Brennstoffzellenzüge, die ausgereift sind, sodass man sogar auf den kleineren Nebenstrecken durchaus mit Alternativen unterwegs sein kann und sich auf die Hauptstrecken fokussieren kann, wo wir auch Güterzüge und Fernzüge drauf haben, diese zu elektrifizieren. Dankeschön. Ich habe noch eine Frage vom VCD. Genau, ich fasse mal zusammen, was lang ist. Es geht um die Beschleunigungskommission Schiene und wurde auch der VCD mitarbeitet und da wurden kleine Maßnahmen auf den Weg gebracht in Bayern 3, westlich von Augsburg, in München-Pasing und westlich von Würzburg. Und die Frage an uns ist, gibt es weitere kleine Maßnahmen, die nun relativ rasch realisiert werden können und inwieweit wird da auf bestehende Vorschläge, zum Beispiel vom VCD, Pro Bahn oder der BEG eingegangen? Ich habe jetzt keine konkreten Projekte im Kopf, aber wir haben zusammen mit den Grünen vor Ort und Aktiven vor Ort nochmal uns zum Beispiel die Werdenfelsbahnreaktivierung angeguckt und Ausbau. Da sind wir auch im Gespräch mit dem Staatssekretär und wir haben, was ja auch in anderen Bundesländern der Fall ist, nochmal einen Vorstoß gemacht, dass die Entwidmung von Schienenstrecken in Bayern nicht mehr so passieren darf. Und die zwei treiben wir gerade voran in Berlin. Ich weiß nicht, ob ihr noch eigene habt. Also generell, wo wir Hand in Hand sind mit ProBahn und VCD und den anderen genannten Initiativen, das ist die Reaktivierung von Bahnstrecken im ganzen Land. Da haben wir Grüne ja auch eine Reihe von Sonderfahrten veranstaltet auf geeigneten Strecken wie der Fuchstalbahn, dem Endorf-Obing-Express im Chiemgau, der Ilztalbahn in Niederbayern, der romantischen Schiene in Westmittelfranken. Also das ist eine Initiative, wo man sehr schnell, Staudenbahn nicht zu vergessen, wo man sehr schnell zu einer Verbesserung des Schienennetzes kommen könnte, denn da liegen bereits Schienen, die lediglich etwas ertüchtigt werden müssen. Eine weitere Maßnahme, die ich sehe, ist einfach die Ertüchtigung des bestehenden Schienennetzes und die Beseitigung von Kapazitätsengpässen. Das sind keine Projekte, wo man Jahrzehnte planen und bauen muss, sondern das sind kleinere Maßnahmen, die dazu führen können, die Taktfrequenz zu erhöhen, auf elektrischen Betrieb umzustellen oder auf eben Akku-Wasserstoffbetrieb umzustellen. Da gibt es eine Vielzahl von Kleinmaßnahmen. Das ist aber auch schwierig mit einem Satz zu beantworten. Daher war vielleicht auch schon die Frage lang. Und wir nehmen natürlich alle guten Ideen. Also ja. Das ist ja auch das Ziel unseres Projektes, dass wir alle guten Ideen jetzt sammeln, um sie nach oben zu bringen und in die Wirklichkeit umzusetzen. Vielen herzlichen Dank. Dann sehe ich keine weiteren Fragen mehr und vielen Dank, dass Sie an unserer Pressekonferenz teilgenommen haben und eine schöne Woche.